In Brasilien lebt seit über 35 Jahren eine Frau im Körper eines circa 9-monatigen Säuglings. Im folgenden Video zeigen wir euch diesen unglaublichen Fall etwas genauer. Wie es ihr geht. Maria Audenete Ferreira do Nascimento wurde in Brasilien in ärmlichen Verhältnissen geboren. Sie leidet seit ihrer Geburt an Hypothyreose, einer Erkrankung, bei dem der Körper für das Wachstum wichtige Hormone fehlen. Dadurch hat sie die Statur eines ca. 9 bis 12 Monate alten Säuglings behalten, obwohl man ihrem Gesicht deutlich ansieht, dass sie bereits einige Jahrzehnte lebt. Man kann davon ausgehen, dass sie nicht unter ihrer Krankheit leidet. Sie ist von der Entwicklung einfach nie weitergekommen als ein Baby. Woher ihre Krankheit kommt? Hier muss man zwischen der unbehandelten Erkrankung und dem Vollbild unterscheiden. Maria litt seit ihrer Geburt an angeborener Hypothyreose, einer besonderen Form der Schilddrüsenunterfunktion. Da bei Maria im frühen Stadium keine Therapie vorgenommen wurde, leidet sie am sogenannten Kretinismus. Menschen mit diesem Krankheitsbild haben häufig Fehlbildungen und Entwicklungsverzögerungen. Marias Verlauf ist aber selbst für diese Krankheit selten. Was man dagegen hätte tun können? Die Hypothyreose kann mit einem Bluttest erkannt und dann sehr gut behandelt werden, sodass Kinder nur geringe oder gar keine Defizite aufweisen. Dadurch ist der Kretinismus in Europa so gut wie ausgestorben. Nicht aber in den ärmlichen Gegenden Brasiliens, in denen Maria geboren wurde. Hier wurde ihr nach der Geburt weder Blut abgenommen, noch konnten die Symptome eingeordnet werden. Und da die Hirnschäden irreversibel sind, ist es nun für sie leider zu spät. Wie ihr Alltag abläuft. Maria lebt den ganz normalen Alltag eines Babys, welches gerade gelernt hat zu stehen und erste Schritte zu gehen. Sie kommuniziert mit ihrer Umwelt, so wie Babys dies halt tun. Mit Brabbeln, Gesten, Lachen und Weinen. Sie ist nur knappe 70 cm groß, wiegt gerade mal 9 Kilogramm. Durch medizinische Hilfe konnte ihre Haltung verbessert werden. Sie kann nun frei stehen und sich eine Weile halten. An ihrem geistigen Zustand änderte dies allerdings nichts. Touristen kommen, um sie zu sehen. Maria ist eine kleine Touristenattraktion geworden. Sie ist durch Fernsehberichte über sie bekannt geworden und immer wieder kommen Menschen, die sagen, sie mussten sie mit eigenen Augen sehen, um diese unglaubliche Geschichte zu glauben. Dies ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Einerseits ist Maria ein Mensch und kein Tier im Zoo. Andererseits schafft die Berühmtheit von Maria auch viel Geld heran. So konnte die Familie durch Spenden in ein neues Haus ziehen und wichtige Therapien für die junge Frau im Körper eines Babys finanzieren. Ihre Familie ist immer für sie da. Seit Marias Mutter im Jahr 2003 starb, lebt sie bei einer Pflegefamilie. Ihre Stiefmutter bezeichnet sie als Geschenk Gottes und versucht ihr Leben so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie gibt ihr Essen, badet sie und da Maria dank der besseren Versorgung inzwischen wieder mehr Haare auf dem Kopf hat, will ihre Stiefmutter sie demnächst zu einem Friseur mitnehmen, so wie junge Damen in ihrem Alter das halt häufig machen. Marias Stiefmutter will sie weiter bekannt machen, um ihr die Hilfe zu geben, die sie benötigt. Ein Leben lang den Körper eines Babys haben. Könntet ihr euch das vorstellen oder ist Erwachsenwerden doch irgendwie geil? Verratet es uns in den Comments.